Hallöchen, Freunde der Sonne, willkommen zu Rocket League. Wir spielen zu 8. Wir machen jetzt bei 3 automatisches Team beitreten. 1, 2, 3. Ich bin mit Nein! Es wird schon. Ja, da seht ihr rechts gerade, was alles so drin ist. Ja. Was ist das für ein Puck, Digga? Das ist ja. Dass sie überhaupt reinpassen in die Arena. Also ihr seht, 10 Minuten Spiellänge, Höchstgeschwindigkeit sehr, Ballhöchstgeschwindigkeit sehr schnell, Ballgewicht 10. Jubiläum, Ballgröße gigantisch, Ballabprallkraft sehr hoch, Boostmenge unbegrenzt, Boost-Stärke 10-fach, Schwerkraft niedrig, Zerstörung bei Kontakt auch Teamkameraden, Respawn 1 Sekunde. Ja gut. Den habe ich. Hast du schon geklärt, ja, also passt. Alter. Ich hab grad 3 Leute zerstört. Irgendjemand hat André zerstört. Nein! Ja, das war giftig. Ich bin gegen 4 oder 3 gegen 3? 4 gegen 4. 4. Ich spiele zu 8, hat er gesagt. Ich dachte mir, ich höre nicht zu. Ja, aber 8 gegen. Ich spiele zu 8, hätte ja auch 3 gegen 3 sein können. Spaß bestimmt. Ey, du Wichser! Hallo! Wurde gerade doppelt zerstört. Kann das sein, dass so einige Leute gar nicht auf die Puck fahren, sondern einfach nur Leute kaputt machen wollen? Nein. Nein, eigentlich nicht. Aber man sieht die ganze Zeit nur Explosionen. Ja. Sind das Bots oder sind das andere Online-Spieler? Okay. Das sind komische Namen für Online-Spieler. Bitte. Ich würde sagen, Kilski zerstört. Mann, ich wurde schon wieder zerstört. Jetzt reiß ich mal ein bisschen zusammen hier. Ja, der kommt gut. Nein! Ach, okay, ich hätte mal vielleicht. Der Puck hätte vielleicht nicht so gigantisch sein sollen. Ja, ich hab alle zerstört. Ja, ich glaube, du hättest nicht Dings da einstellen sollen. Mann, Hollywood! Nein! Nein! Wer spielt denn eigentlich im Team? Mit mir und André. Hollywood. Alter, das ist und Poncho. Ja, ja! Nein! Oh, ja! Danke, wer auch immer ihn geklärt hat. Ey, wenn er nur kleiner wäre. Hollywood, nein. Bei mir ist der Ball gerade, der Puck gerade einfach runtergefallen. Kerzen gerade. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal. Ich glaube, ich hatte noch gar keine Ballberührung mehr. Das hier ist so ein richtiges Zerstörungsderby. Jetzt! Komm da! Niemals! Schuss, André! Ja! Nein! Oh, Poncho! Nein! Hey, warum habe ich eigentlich. Wow, ich spiele mit 2 Bots, danke Leute! Wir auch! Wir auch? Nee, ich habe nur. Ah nee, doch, Steve ist bei mir. Du bist so dumm, Alter. Du bist der dümmste Typ, den ich kenne. Das andere spielt mit 3 Bots. Nein. Tor? Doch. Nein. Ich fliege! Alter, ich sehe nur rechts. Ich hab André zerstört, oder? Wirklich. Dann explodiert hier voll schnell. Nein! Ja. Ich sehe nicht. Nein! Ja, ihr habt's rüber geschossen. Den hab ich. Als ob André nicht explodiert! Ja, wenn du mich nicht triffst. Ich hab mich bei dir getroffen. Defense. Oh. Das ist behindert, Junge. Ah, ich war zu weit oben. Ich muss Mitte, Gifty! Und endlich boostest. Oh, shit! Alter, man braucht ja nur berühren und die explodieren, ey. Ja, oh, ja. Shit. Ja. Ja! Nein! Ach, verdammt. Bitte! Ich sehe schon kaum, keiner schießt ein Tor.
André, Steve, du musst auch nur Teammates berühren, ja? Ja, hab ich gesehen. Oh. Ja, gut. Bitte! Oder auch mit. Also ich hätte mal vielleicht, also es gibt so ein paar Sachen, die ich vielleicht hätte nicht machen sollen. Und es ist ja, halt... Also die Abprallgeschwindigkeit vom Puck vielleicht. Nee, die ist ja okay irgendwo, aber... Ist das Stören von Teammates? Die Puckgröße. Nein, das ist cool. Nein, das ist auch noch okay. Der Ball wäre ganz oft drin gewesen schon. Die Bots? Vielleicht... Nee, wieso Bots sind lustig? Vor allem die Bots sind Allstars, ja. Nee, vielleicht... Warte, was war sehr hoch? Achso, die Schwerkraft niedrig ist. Nein, die Schwerkraft ist niedrig. Deswegen wackelt der so komisch die ganze Zeit. Ich dachte, das ist bei dem Puck normal. Nein, die Schwerkraft ist sehr niedrig. Deswegen kriegt er so behindert. Alter, bam! Das war alles kaputt. Fick dich, Kugor. Da habe ich dich mal kurz auseinandergenommen, war? Nein, ich bin mit dem Boost einfach irgendwo hingeflogen. Ich auch. Ich versuche zu fliegen, so wupp. Oh, ja, doch nicht. Ja, diese maximale Boost-Check ist halt ein bisschen. Ah, André, da habe ich dich mal wohl kurz auseinandergenommen, war? Ja, yeah, André, für dich. Achso, wir sind übrigens in zwei unterschiedlichen Teams, wie ihr wisst. Siegfried und Günther. Ja. Gifty und ich sind Siegfried. Ja, wir sind Siegfried. Ich hab Siegfried ausgesucht. Ich hab Günther ausgesucht. Er ist drin! Ah. Nein! Okay, Gifty hatet mich. Shit! Ich hate dich nicht. Alter Falter. André, ich booste die meiste Zeit und flieg hier rum. Nein. Egal, ich hab das Team zerstört. Nein! Der Boost ist zu stark gewesen. Ich hab ihn wieder zurückgelenkt. Mann! Nein! Ah, shit. Alter, das ist so. Nein! Ah, der wurde hochgehauen. Ich hab gerade mein gesamtes Team alleine ausgelöscht. Was, wen hast du ausgelöscht? Das ist dein Ding, André. Oh. Du hast dein Team ganz alleine ausgelöscht, das ist traurig, André. Ja. Ihr könnt ja nichts. Oh, Alter! Gifty! Was denn? Du hast gerade. Bitte! Hab ich jetzt zusammen mit Steve gerade ausgerüstet. Boah, das Fliegen ist hier Katastrophe. Ja. Boah, das ist keine Katastrophe. In die Mitte. Sorry, Kim Ski. Ja, nein! Ist eine Botastrophe, wa? Ja, Botastrophe. Ich seh dich! Ich kann, Modus, ich kann halt permanent in der Luft bleiben. Achso, bei Formel 1. Nein, das war bei FIFA. Ich war gerade auch ein Rücken, ja. Also wir haben gleich 10 Minuten noch mehr. Wird schon. Gipsi, ich spiele gerade auf dem Rücken, ja. Tja, ne, da wurdest du wohl zerstört. Ah, oh, schade. Ja. Na. Nein. Ja. Alter, ich bin jetzt dreimal hintereinander gestorben. Ja, du spawnst ja nach einer Sekunde so eine wieder. Das ist das Positive. Die Zerstörung in einer Runde zu machen, ich glaube, die sollte man hier kriegen. Ich glaube nicht. Ist gut. Was kann du, Penner?
Ich habe eine Parade sogar gekriegt. Danke. Ich fand den wirklich gut. Hier, Reingabe, André. Der sieht gut aus. Boom! Oh, nein! Aber da war der Kimschki wieder dran. Ja. Der hält aber auch heute alles. Ja, ich bin heute neuer The Wall, Alter. Ja? Nee. Ja? Oh, fast. Ja. Fuck. Alter. Okay, okay. Das kann alles explodieren. Ich weiß. Ja, sieht gut aus. Verdammt. Alter. Mann, Hollywood, was macht der denn da? Sorry, Kimski. Ich wurde jetzt mehr von meinen eigenen Mates zerstört als von den Gegnern. Ich zerstöre eh alle hier. Ich dorf auf den Fußpfade. Ich muss jetzt mal mit klarkommen, dass immer noch unbegrenzt Boost ist. Das ist so. Wow, danke Slider. Danke, oh, Gishi. Nein! Nein! Oh. Nein! Oh. Hat Potsch gerade selber geklärt? Der wäre drin gewesen, wenn er nicht gekommen wäre. Poncho, du Assi. Poncho heißt er. Ist mir egal, er ist ein Assi. Er ist nicht unser Mate. Euer Mate rettet den Tag. Weg! Ja! Ja! Nein! Sieg! Scheiß die Wand an! Und wer war wieder schuld? Ich stand da und dann wurde ich gekillt von unseren Mates. Ja, Poncho wieder. Ich bin für Best of Three. Ich bin dafür, dass wir noch eine spielen. Können wir gerne machen. Können wir auch gerne machen. Oh. Mann, scheiß Poncho. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn auch. Können wir noch einen auf mein Tor? Okay, dann gehen wir jetzt nochmal zu Sieg. Gift und ich gehen nochmal zu Siegfried. Ja. Oh, das Game hey, ist Farbenwechsel. Ja. Achso, okay, Farbenwechsel, wir gehen zu Günther Gifty. Okay. Meine Katze freut sich. Deine Katze? Ja, ich habe eine Katze auf dem Auto drauf. Achso, ich dachte, du hast jetzt eine Katze bei dir zu Hause. Wir kriegen die Katze von Mama. Der sieht gut aus. Ich dachte, die hat keine mehr. Die von Mama. Doch. Warte, die eigentlich von deiner Tante ist oder Slucky? Nee, ich dachte, Slucky hat sie abgegeben. An wen denn? Keine Ahnung! Hast du es nicht gesagt gehabt? Ausschuss! Ich bin da! Oh shit! Was? Nö. Der ist schön. Oh, ja, nein. Der geht! Der geht! Tor von Colwan! Ich liebe dich! Ich mich auch! Nur weil ich André zerstören wollte. Boah, der war richtig schön angeslidet. Angeschnippelt. So Leute, ich bin jetzt richtig in Fahrt. On fire bin ich. Steve, deiner. Ich weiß gar nicht mal mehr, weil auf welches Tor wir müssen. Auf Blau. Ich hab bestimmt Kipschki gekehrt. Nö, es kommt. Steve, da kommt was. Alter, Alter, ey. Wieso spielt der Typ den hoch? Der Schien Junker. Ich weiß, der ist ein Bot, er hat mich nicht. Nein! Jörg, ich sehe nichts mehr.
Tschüss, André. Ah. Oh, André, hast du dich aber gerade gerettet? Ich hab uns beide gerettet. Nein, ich wollte dich zerstören. Dann habe ich es gesehen. Genau. Ja! Nein! Ah, Sticks! Ihr habt auch Hoffnung, dass ich ein Tor für euch schieße. Wieso? Sticks, der wäre beinahe drin gewesen wegen mir. Sticks hat ihn gerade reingelegt. Ja, aber Sticks hat ihn gerade richtig um ein Tor geschossen. Ja, und ich hätte gerade den Ball aber danach reingehauen und Sticks hat ihn gerade gesaved. Ja, ist halt schön gemacht von ihm. Okay, alles klar. Ich sehe nur noch, wie hier alles kaputt geht. Ja. Ja. Wow. Jawoll. Und unser Mac kriegt es nicht hin, den Ball abzufangen. Ganz stark. Nee, nicht mal. Ja. Ich fand den trotzdem so schön. Nicht mal André hat den gemacht. Sticks hat schon wieder alles gemacht. Das war der Bot. Sticks macht alles. Ja, André kann ja auch nicht. Ich will schon erwähnen, ein Tor habe ich geschossen, ja. André, du kannst nichts. Guck, Sticks ist zu OP. Ja, das ist der einzig wahre All-Star. Der Rest ist gar kein All-Star angeblich. Alles. Ich meine, ey, sorry, das ist hier eindeutig eine Schiebung. Ja, ja, genau. Sticks fehlt ja alles. Ja, du spielst doch mit Sticks, ansonsten würdest du genau das gleiche sagen. Ja. Na, ja, danach kommt ja nochmal eine Partie. Da seid ihr wieder Siegfried. Es sei denn, ihr holt jetzt noch 4 Tore. Ich habe eine Glanzparade erhalten. Und schon wieder hat Sticks den Ball gerettet. Sticks ist überall. Ja, Sticks ist der stärkste Gegner im Team. Ja, das kann ja nicht. Ich denke nur leid. Ja, ich hätte auch gerne Sticks in meinem Team. Gebe ich ehrlich zu. Mit Sticks kann man nicht verlieren. Ja. Sticks redet alles. Guck, er ist schon wieder im Tor. Und hat ihn schon wieder gesaved. Der Junge ist einfach überall. Ja, und jetzt ist er schon wieder vorne und macht gleich das nächste Tor. Ich weiß nicht, ob ihr das Bildschirm habt wie ich, aber okay. Guck, Sticks ist schon wieder da und saved den Ball. Naja, unmöglich gegen den Typen zu gewinnen. Der macht halt einfach alles. Ja, Sticks ist überall. Ja, und er ist schon wieder da. Und wieder am Tor. Ja, natürlich. Er braucht ja hinten nicht sein. Aber guck mal, da fährt Sticks schon wieder in unser Tor. Ja, er ist überall, wie sein's doch. Guck mal, jetzt flog er fast am, ins Tor. Oh, ja. Puck. Na, schade. Das war übrigens nicht Sticks, ja. Ja, ja. War eindeutig Sticks. Bitte. Und Sticks schäft ihn schon wieder, während er euren eigenen Mate kaputt macht, der alles versaut hätte. Ja. Mann, der ist gepuckt! Der ist gerade zweimal mich drüber gesprungen. So nicht, mein Freund. So nicht. Also ich habe gerade eine Auszeichnung für Auszeichnung bekommen. Wow, die habe ich schon dreimal gekriegt in dieser Runde hier. Ja, ich auch. Also wahrscheinlich, ich achte nicht so drauf.
Und Styx klärt ihn schon wieder. Styx, klär ihn! Jetzt darfst du ihn klären! Ach, braucht er gar nicht. Und schon wieder. Styx ist einfach der Mann. Ja. Alles andere ist Schiebung, wenn da was anderes steht auf einmal. Ja, genau, ihr seid einfach nur neidisch. Nein. Ihr könnt einfach nicht verlieren. Natürlich können wir verlieren. Er hat zwei Tore geschossen. Ist halt genau, ist einfach OP dieser Styx. Und er steht schon wieder im Tor und safe den Ball. Der hat tief geklärt. Ich weiß ja nicht, was bei euch verkehrt, Leute. Guck mal, da ist er schon wieder. Ah, okay, diesmal hat den Junker geklärt, aber. Ich meine, ja, nee, Junker ist der zweitbeste. Nee, es war Junker. Guck mal, und unser Mate? Und unser Mate, der steht unser im Mate Tor. Easy going! Unser Mate steht im Tor und macht nichts. Ja, das habe ich gesehen. Also, das ist einfach eine Schiebung. Okay. Guck mal, er fährt sogar rückwärts! Er fährt da rückwärts! Also, größte Lächerlichkeit an Allstarbots kann es ja hier nicht geben mehr. Das ist eindeutig eine große Schiebung. Das liegt einfach an der Farbe. Das ja, ist ja eh schon davor verloren. Nein! Ich bin daneben geflogen. Das ist so wie gestern bei Billard. Die Kugel war sicher im Vorblock. Ich schieße einfach daneben. Danke, Junker! Ist unser. Mann, Styx. Ah, ne, Outlaut war das. Ja, Styx hat den Ball auch gerade daneben geschossen. Ja, kann ja mal passieren, aber Outlaw, ich will den Ball safen. Ich will den Ball safen und Outlaw rammt mich weg, sodass ich gestorben bin dadurch. Ja. Willst du mich verarschen? Ich stehe im Tor, der nächste, unser Mate kommt hinter mich. Aus dem Tor raus und macht mich tot! Ja. Und halt, ich hab die ganze Zeit mit euch geredet und ich hab gemerkt, mein Mikrofon war gemutet. Was? Du merkst deine Popos nicht? Ich hab die ganze Zeit mit euch geredet und hab gemerkt, mein Mikrofon war gemutet. Was bei dir? Dass ich gemerkt habe, warum antwortet mir denn die ganze Zeit keiner? Wir mögen dich nicht. Echt mal gewöhnlich schon. Wow. Vor allem, wenn du mit mir spielst. Hört ihr so ein Piepen auch, wie ich? Wow. Boom, damit haben wir automatisch gewonnen. Nein. Doch. Ich finde die Vorlage am besten. Doch, Tor gegen Styx erzielt ist gewonnen. Genau, siehst du? Okay, Kipschki, warum hast du eigentlich die Vorlage bekommen? Weil ich den Ball davor zum letzten Mal berührt habe. Aber kurz vorm Tor, oder? Kann sein. Weil ich habe ihn nämlich zum Tor gespielt. Ich habe gerade geguckt, wo du auf der Wiederholung am Ball warst. Ich habe nichts gesehen vom Tor wegen Bumm. Dix ist da. Dix rettet wieder mal. Oh Gott. Oh. Der wäre so sexy gewesen. Ja, aber nicht mit mir. Styx 2.0. Styx rettet schon wieder. Na und schon wieder. Der ist an jedem Ball dran, der Junge. Klappert ja. Und schon wieder! Die lesen so. Kann es sein, dass ihr einfach bei vier Leuten bei uns in diesem Styx lest? Nein. Ich sehe die ganze Zeit einen Game-Typen da. Eindeutig durch Schiebung. Meine Welt ist Feuer. Ich habe eine Trophäe erhalten. Wir sagen ich glaub, ich habe einen Ping von 48 und mir wird angezeigt, ja, Achtung, Achtung. Ja. Guck mal, Styx ist nicht mal bester Mann gewesen bei uns. Ja. Angeblich. Das ist Schiebung. Sie sorgen dafür, dass die Bots nie bester Mann sind. Ja, jetzt genau. Nehmen wir wieder Siegfried, oder? Ja. Damit, ja. Nein, ihr nehmt Günther. Ne, jetzt Günther, meine ich ja. Genau, wir sind wieder Günther. Gucken, wer bei uns ins Team kommt. Siegfried. Wir haben Mountain und Swabby. Wir haben Samara und Bandits.
Bandit klingt gefährlich. Ja, ja, für sein eigenes Tor. Und Schwabi, euer Schwabi da, den... Das Schwabi ist scheiße, wie immer. Schwabi zerstört schon wieder unsere eigenen Leute. Aber ihr habt einen Mountain im Team, der steht immer im Weg. Ja, Montay, ey, ja, der ist auch ein Fetter. Schwabi zerstört wird. Und Schwabi. Schwabi ist geil. Der Name ist... Der Name ist Programm. Alter, Schwabi hat mich jetzt zum zweiten Mal schon zerstört! Ja, Schwabi zerstört unsere eigenen die eigenen Mates nur. Ja, passt zum Namen. Wollte ich gerade sagen. Mach ihn! Bandit! Bandit hat mich kaputt. Bandit hat mich kaputt gemacht. Ich bin auf dem Rücken gelandet. Ich kann doch auf dem Rücken weiterfahren. Ja! Samara! An den Schwabi! Schwabi. Mann, warum geht die Hässlichkeit denn da ran? Der ist drin. Oh, der hat so ein bisschen zu hoch. Hab ich ein bisschen. Oh shit. Kein Ding, Steve. Oh. Ey, 10-fach Boost macht mich hier wahnsinnig. Ja, vor allen Dingen in der Luft war. Ja, du willst fliegen, du willst fliegen? Oh, stimmt, da war ja was. Und schon wieder hat mich Swabi getötet! Willst du mich verarschen, du Hässlichkeit? Verrecke einfach! Alter, ich fliege immer. Aber es fällt mir mal alle kaputt. Also, Swabi! Auf euer Team. Swabi hat mich schon wieder gekillt! Ah, schade. Schwabi killt hier alle. Der ist nur zum Abräumen da. Ja, man braucht immer einen Abräumer im Team. Swabi ist der Auslöser. Normalerweise ist es Kimschki. Ich weiß. Ich habe auch, glaube ich, 2 Zerstörungen bisher. Mitte! Von der Mitte zur Titte! Zack, zack! Ich hab ganze 2 Punkte bisher. Oh, wow. Nein! Der war so schön vorgelegt. Warum zerstören unsere eigenen Mates mich die ganze Zeit? Nein! Alter. Ich schreibe dir gerade imaginär ein Taschentuch, ja? Swabi hat mich schon wieder zerstört, sorry, Gifty. Danke, Gifty. Bitte, Kimski. Wieso spawn ich in der gegnerischen Hälfte? Keine Ahnung, wie sieht das? Ja! Schade. Danke, Montaigne. Schon wieder unser eigener Mensch. Nee, ich bin vorbeigeflogen. Scheiße. Hab ich gesehen. Ja, der sieht gut aus. Schau mal, mach den Dreh raus, Junge. Ich zerstöre gerade alles. Ich bin der neue Swabi. Du sollst aber nicht Swabi spielen, du sollst Tore schießen. Ja, ich habe versucht, Tore zu verhindern, indem ich die anderen entswabinisiere. Oh shit. Wow, Steve. Wow, Steve. Hätten wir jetzt ein Tor kassiert, wäre das safe deine Kappe gewesen. Alter, ihr seid in einer Sekunde wieder da. Ja, ich wollte aber gerade zum Ball fahren. Also zum Puck fahren und Steve macht mich in dem Moment kaputt. Ja, hat er gut gemacht. Hat er sensationell gemacht, oder? Guck, es liegt eindeutig an Sticks, ja? Ohne Sticks seid ihr auch nur Kacke. Ja, ihr seid aber auch nicht gerade besser. Ja, wir haben auch keinen Sticks. Wir haben Swabi, der uns alle zerstört. Ja, aber er zerstört halt auch alle. Ja, sag ich doch. Bitte. Von der Mitte zum Titel, zum Sack. Zack, zack. Zack. Ja, du hättest echt die Schwerkraft.
von dem Ball, von dem Puck ein bisschen. Boah, wer hat den denn da oben aus der Luft wieder runtergeholt? Ich? Ich bin Kerstin gerade gegengeflogen. Ja, ich wollte auch gerade zum Puck gehen. Ja, ich bin hab außerdem ein bisschen zu steil angesetzt und bin dann mit meinem Reifen gegengeknallt. Ja. Swabi zerstört schon wieder. Swabi! Falsche Richtung! Ey, Swabi will echt zerstören. Nee, Mann. Danke. Mann, ich fliege immer zu hoch. Als ob er den Puck kehrt, über mich drüber schießt. Oh shit. Oh shit. Ach, schade. Nice. Warum ich über die ganze Map geflogen bin? Ich bin auch über die ganze Map geflogen. Das ist gut. Das ist für Bandits. Oh. Bandits. Oh shit. Okay, ich wurde einfach in der Luft kaputt gemacht. Ja, ich auch. Mann, Swabi, mach mich nicht kaputt. Los, Mountain, Mountain. Nein! André, ich liebe dich. Ich mich auch, Steve. Ja, der ist drin. Der ist nicht drin. Der fliegt voll weit weg. Ja, der ist drin. Ich hab nicht. Ich hab es nur von hinten gesehen. Der sah gut aus. Ja, Steve, da hättest du mal gegenfahren müssen. Hier, Reingabe. Ja, den mach ich! Der hätte ich echt machen können. Ja. Ja. Alter, ich sah auch schon den Ball drinne von Kimchi einfach. Jo. Ja, ich hätte gefeiert. Ich war überlegen, ob ich es durchziehe. Sieht gut aus. Oh, was für ein Keeper haben die da eigentlich? Den Gott. Den neuen Sticks. Ist, glaube ich, weiß, den sie haben. Nennt mich Sticks 2.0. Ja, da musst du auch Tore schießen. Für den Titel. Ne, ich bin ja Sticks 2.0. Ja, aber oder nennt, sind nennt mich besser. Nennt mich Stick Swaps. Mix Swaps? Ja. Ich bin ein Mix aus Swabi und Stick. Ja, Swabi hat ihn über mich drüber gespielt. Oh, der ist schön! Oh, scheiße! Ah, schade. Der Schuss war was sick eben von mir. Kommt gut! Ah, Samara ist da. Samara! Ohne Haar! Samara! Das Spiel macht mehr Spaß, als ich dachte. Wenn man es beherrscht. Naja, was heißt sie beherrschen? Ja, aber... Also das hier hat nichts, Alter, mit Beherrschen zu tun. Doch! Das stimmt, aber... Beherrscht dich, nicht alle umzubringen. Ja. Du lernst hier Tore zu schießen mit dem Puck, der sehr falsch eingestellt ist. Nein! Leute, stellt euch diesen Modus einfach mit einem normalen Fußball vor. Es wird die Ball nur noch durch die Gegend fliegen sehen. Ja. Der Ball kommt gar nicht mehr auf den Boden. Der Ball wäre aber einfach besser als der Puck. Der Puck wabbelt ja, halt so. Ja, aber der Ball wäre nicht mehr auf dem Boden. Das ist egal. Das ist eine andere Sache. Der ist drüber. Aha, Samara, klein doch nicht über mich drüber. Doch. Sehr schön, Kinski. Ja, Steve müsste da raus sein. Der wäre drin gewesen, wenn Steve nicht da gewesen wäre. Okay, Gifty, ich spiele jetzt da vorne. Du kümmerst dich um Steve. Oh, ich bin falsch. Okay. Fuck. Mensch! Ja! Ja! Nein! Mountain! Nein! Ja! Ihr könnt auch nichts ohne Mountain. Nichts könnt ihr ohne den. Steve ist einfach reingefahren vor Angst. Steve ist abgehackt. Ich bin daneben gesprungen.
Das Traurige ist, unsere beiden Bots sind besser als wir. Die Bots sind besser. Wir müssen jetzt mal machen, André, macht den da vorne! Muss nur ins Tor. Der muss nur ins Tor oder nicht mehr auf dem Boden. Boom! Ja, nee, ja, noch, ja, ja, noch. Ah, oh, schade. 2-1 Sieg. Eine Runde haben wir ohne Bot gewonnen, aber habe ich den Traumpfeffer gemacht. Nee, hat einer gewonnen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wie peinlich ist das eigentlich bei euch? Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal und tschüss. Ciao, ciao. Ciao.